Nazis sind auf der Rückseite des Mondes stationiert. Das wusstet ihr bisher nicht, oder? Ich habe im Internet recherchiert und ich bin da auf eine unfassbare Wahrheit gestoßen. Die haben Raumschiffe, von denen sie, also mit denen sie eine Invasion auf die Erde planen. Die kommen zurück. Haltet euch fest. Die schlagen uns mit Raumschiffen in die Flucht. Nur auf einem begrenzten Planeten, wohin soll man da fliehen können? Die kommen von oben herab. Das ist echt fies, ein fieser Plan, den die umsetzen. Und wenn das passiert, dann war's das. Tja, was soll man dann noch sagen? Ich bin auf 180. So geht das nicht mehr. Ich habe gerade im Internet etwas recherchiert über außerirdische Spezies. Wir wurden erschaffen als Arbeitstiere von denen. Die haben uns erschaffen. Ist das nicht? Das sprengt jeden Rahmen. Es ist unfassbar. Wir sind Arbeitstiere für die. Warum und wieso? Spielen die Gott oder so? Sieht ganz danach aus. Arbeitstiere, wir sind doch keine Arbeitstiere für die. Lass uns eine Revolution starten gegen diese außerirdische Spezies. Es ist unfassbar. Es ist sowas von unfassbar. Diese Wahrheit, die glaubt niemand. Die Erde ist flach wie ein Pfannkuchen. Wenn du zu weit marschierst oder zu weit mit dem Auto fährst, du plumpst vom Rand herunter. Wie, das glaubst du nicht? Du lachst darüber? Beweise gibt's im Internet. Recherchiere bitte selbst. Ich kann nur darauf hinweisen, selbst darüber sich zu informieren. Das, was da gemacht wird. Ich weiß nicht, wie wir hierher kommen, auf dieses Konstrukt, auf diese Konstruktion. Aber die Erde ist flach. Wahrscheinlich wurden wir mit Raumschiffen hierher gebracht. Ja. Als Arbeitstiere habe ich in einem vorigen Video schon angesprochen. Beweise findest du im Internet. Bitte recherchiere endlich mal selbst. Die Erde ist flach wie ein Pfannkuchen. Ich habe leider die Pillenausgabe verpasst. Die suchen mich jetzt gleich. Es geht schon los. Die suchen mich im ganzen Ort. Ja, ich kann mir nicht helfen. Ich muss das Video an dieser Stelle abbrechen.